Von der will ich eine Geschichte vertellen von den Gerhard. Als hier wäre ein Gerhard, wenn er ins Hand kriegt, dann dort er dort weichlein, und aber er sieht nicht mal ein Papa dort. Und nun hat er all 15 gemacht, und ihm fehlten über 20. Und 25 fehlten ihm, 25 gemacht, will er haben, und 15 hat er noch mal. Und wo würde er dort nicht tun, dass er dort ohne Tau kriegt? Aber zu was will er dort? Er sieht dort, ich heine ihm nicht. Er spürt sein alter Taub. Ein Tag, dann kommt sein Onkel Friedrich. Der kommt von ein bisschen wieder auf. Der kommt der Arm zu besiegen. Seine Mama und Daddy und Gerhard. Und was läuft hier? Onkel Friedrich hat nicht Zeit, noch Armen geschenkt zu kaufen. Nur als er Amisch begrüßt hat, dann hat er einen 10-Dollar-Markt, einen 10-Markt in seine Hand, sagte Gerhard. Mit dem kostet du die kaufen, was immer du wirst. Das Gerhard, der hupst ab und freut sich und sagt er, nu hat genug Geld, nu könnt mir das kaufen. Oh, kijkt Onkel Friedrich, wat wirst du die kaufen? Ik wil die dort nicht sein. Er rannte in seine Stube en holte sein ondert Geld. Nu hat er die 25 markt op. En holte dat Geld. En nu moet Onkel Friedrich ohne Hand en zegt, kom, ik wil die wissen, wat ik wil. So dan rannte ze schwinnerüt. En oh, dat Stube wie nicht sah, wie het oog van ernt. Als ich bei der Stuhl sehe, ups, nicht der Tau. Na, Opa, oh, sagt Gerhard, Onkel Friedrich, ich wüsste, ihr dort doch gut, ohne Sinn und dann erst doch bloß bei Mehrag ob, nicht ihr dort auch nur Mehrag. Nicht der Tau. Ach, guck mal, wie kann hier durch das Fenster mit durchkicken? Ich wollte wissen, was ich will. So, Onkel Friedrich, der backt sich auch so und checken sie du so durch. Und dann sieht er gerade, check mal, du so erst ein Kosten, und du sind erst Wutterbären, du sind Plantenbären und Steiner, und zwei goldene Faschkes. Dort will ich mich kaufen. Und dort kostet 25 Markt. Und Onkel Friedrich, der kickt du und der kickt. Und ja, er konnte sein Mul so schwamm, die Flaschis du am Dul. Sieht ihn dort auch Geschmack, wenn die Flaschis du so schwamm? Gleich hier auch die kleine Flaschis. Jo, miese dort auch so ein Geschmack. Aber so ging Gerhard dort auch, er wollte dort so gehen. Aber da sagt er, Onkel Friedrich, weiß was, ich will warten bei Montag. Dann, wenn ich von der Schule sehe, dann will ich mich dort gehen schreiben. Gut, so ging in Hüs, und dort wie im Messfuß und dann musste Onkel Friedrich in Hüs fahren, und Gerhard ging schlafen. Und dann wieder noch den Sonntag, und am ging dort so sehr scheint, dass er keine Sonntagsschule gehen, wenn es heute gleich Jesus sei, und heute gleich die Geschichten zu hören von Jesus, dort wie am so viel wird. Und als er dann in die Sonntagsschule kam, dann checkt er so, das nu, aber nicht mein Lehrer. Nu erst dein Onkel, dort erst ein Missionar, dort ist ein Doktor. Missionar Doktor. Und der vertalt er über Fehlgeschichten. Der wird zurückgekommen von Afrika. Nu vertalt der Onkel, du, das Missionar Doktor vertalt, wo arm die Menschen du sind und wo sei du dort die Menschen so ja viel von Jesus vertalen. Du sind so viel Tänger. Sind aus je noch gerade oder kleinere, der hat noch niemals von Jesus gehört. Die wissen, weiten sie nicht. Und dort wird das Missionar-Doktor bedeutet. Und dann sieht er, weite Wortchenge, wo du noch Säuerschlag hast, dort erst, wenn die Kinder so eine Kinder aus je, wenn die Schlamms kriegen. Dort Schlamms, dort wird gerade, und immer gerade. Was ist eins, die Momenten die Hand aufmerken? Einst mal der Feit, der hat das Bein, der hat den Arm, weit die Wurm. Dort erst, wenn sie nicht die Medizin kriegen, dort erst du so Arm,
Und dann, wenn sie dann die Kinder fingen, oder die Mama und Daddy, dann ist das alles so schlimm, dann können sie nicht so hastig die Medizin kriegen, und dann machen sie das entweder aufmerken, oder sie machen dich sterben. Und so horcht Gerhard du an der Geschichte, dann sag ich der Opa, dotzje Opa, so ja, oh, ich schlimm. Jo, sag ich der Missionar Doktor, dort ist. Und wenn wir können mehr Geld kriegen, du haben, dann würden uns mehr geholfen sein. Und dann fängt Gerhard weiter an zu denken, ho, und dann ging er ganz, seine Gedanken gehen ganz nur seine Fisch. Und dann gräbelte er sich, konnte er auch denken, was schmeckt das für Luten, wenn er die Tüße hat. Würde du wurden schwamm, er würde tun und checken, wie ohne Bett Fauder geben. Du dachte nur, ob einmal hier die Mission Noah, der sieht, mehr zwei Fisch. Dann checkt er so, was soll nur die zwei Fisch? Und dann hier hat er gesagt, der kleine Junge, der gibt Jesus zwei Fisch und fünf Brötchen. Oh, denkt Gerhard, so, das ist die Geschichte von der Bibel. Das sind nicht meine Fisch. Und dann vertelt er wieder, dass der Jesus hat mit zwei Fisch und fünf Brötchen über 5000 Menschen so gemerkt. Und dann fängt Gerhard weiter an zu denken und denkt er so, über was? Wo ich soll an die Sünderschuld denken, nicht an meine Fisch. Und dann horcht er wieder, wo der Prediger sagt, oder der Missionar sagt, und wir haben nur was Geld gekriegt, nur weil wir ein Hospital bauen. Und vielleicht haben wir noch ein bisschen mehr Geld kriegen, dort wie wir das Medizin haben, da wo wir können viel mehr Menschen halten, dort die nicht Brücken sind und Schlamms haben. Und dann meist wird es wieder in der Schule üht. Und dann ging Gerhard langsam nach Hause. Und sein Kopf hat er dort so schwur. Er dachte, was soll ich tun? Ich hatte 25 Mord, ich will meine Fisch kaufen. Aber Janne Kinger fehlt dort so neidig. Du in Afrika, die würden so viel, würde so neidig halten, wenn ich die Wurzeln vielleicht ein bisschen halten. Am Fall auf dem Bett schwur ab einmal, dann wird er sich einig. Ja, ich hole das Geld und dann wo ich das an den Kosten anleihen und dann habe ich den und die Kinder geholfen. So dort hat er. Er ran in Haus und holt sein Geld und er ran trägt nur die Kork und dann aus der Kräfte vorbeiging, leitet er den Namen voll. Und dann ging er in Haus, habe ich grundschaftig. Er fühlt sich fern, er hat nicht könnt was tun, wo er glaubt. Vielleicht muss er kein Medizin kriegen. Und ein paar Wochen Luther, dann kommt Onkel Friedrich. Dann sagt er, na Gerhard, nun wiss mir mal, wo sind deine Fischkes, wo hast du? Dann checkt er auf. War dann betrürig. Auf einmal checkt der Onkel Friedrich an, sagt er, weißt du was, ich habe keine Fisch gekauft. Na, was hast du mir das Geld zu tun? Du, wie wird's viel wichtiger, was ich soll tun, aus der Faschis kaufen. Ich habe das Geld nur Afrika geschickt, dort die Kinder jetzt durchkehren, geholfen wollen, dort die Kinder Medizin kaufen. Und dann sage ich dann Friedrich Gerhard, du hast was Pfennig zu tun, das kriegt das Recht, was du hast zu tun. Du hast nicht an dich selbst gedacht, du doch so an andere. Und dort ist so ein Fan. Und hat so wie ein Grundschaftig. Aber ein paar Monate Luther, dann ist Gerhard sein Geburtstag. Ganz bestimmt ist Onkel Friedrich auch eingeladen, nicht so? Dort würde ich nicht reich sein, wenn ich nicht würde kommen. Und was glaubt ihr? Als Onkel Friedrich nur Gerhard sein Geburtstag kommt, dann kommt er mit den Kosten an, wo dort Wutterbären ist, in die zwei goldenen Fäschchen. Der Gerhard, wie es so schaftig, er hat sich so gefreut, dass er seine Fäschchen gekriegt hat. Und er wird so dankbar. Und dann sagt er, wenn ich dort nicht von dort Geld gekauft habe, ich habe top gespart,
Aber ich dort wird geldet für 100 Geld. Und ich sage, Dankeschön Gott, dort wir können, dort du uns antworten lässt, wenn wir auch nicht immer dort, dort tun, was wir würden wollen für uns haben, aber du hast immer ein Weg, uns zu halten. Hey, wir so scharf dich. Und so geht mir dort auch fangen. Fangen, dann danke ich mir auch Dinge. Dann denke ich auch, so dort erstmal nicht reicht. Du bist ein Ort, wo dort neuer fehlt als mir. Und mir fehlen die Dinge vielleicht nicht so. Und ich glaube, wir sollen alle daran denken. Wenn die wird schreien, so mal dort taub und denkt, für wen will ich dort? Ist das für mich wichtig? Oder ist das wichtig, dass ich den Nächsten halten darf? Weil wir daran denken, dass wir alle was Gott tun für den Nächsten.